Der Islam gehört zu Deutschland. Das ist ein Satz von Christian Wulff, der damals wie heute ein Streitthema bleibt. Nicht aber für diesen Mann. Andreas Lipp will Bürgermeister von Kerpen werden. Und ja, wirbt genau damit, geht sogar noch weiter. Für ihn gehört der Muezzinruf auch dazu. Dieser Bürgermeisterkandidat ist mir jetzt zugeschaltet. Ich freue mich auf Andreas Lipp. Ja, der Islam gehört zu Deutschland. Das finden Sie richtig. Warum? Weil diese Menschen ganz einfach mit uns hier in Deutschland leben. Dieser Satz ist nicht von mir, sie ist, wie Sie sagten, von Christian Wulff. Und diese Menschen leben schon seit vielen Generationen bei uns ja auch in Deutschland. Von daher müssen wir auch gemeinsam zusammenleben können und müssen halt eben auch über die Themen von den jeweils anderen Gruppen reden können. Das heißt auch, der Muezzinruf soll durch Kerpen klingen? Darüber soll genau der Stadtrat sprechen und dieses Thema ist bereits seit mehreren Monaten für den Integrationsrat in Kerpen adressiert. Dieses Thema wird dann wahrscheinlich in der ersten Sitzung nach der konstituierenden Sitzung des Rates dann auch behandelt werden. An mich herangetragen wurde diese Bitte aus den muslimischen Gemeinden, dass in der Politik darüber gesprochen werden möge, was ich sehr gern getan habe. Und das ist jetzt gerade auch aktuell ein Punkt, wo ich merke, dass es eine große Gruppe an rechten Menschen gibt, die versuchen, genau diese Themen klein zu halten. Denn seitdem dieses Thema durch die sozialen Medien auch heute die letzten Tage hochgespielt worden ist, bin ich inzwischen von Rechtsradikalen bedroht worden, kriege Drohmails, kriege Drohanrufe, sodass ich inzwischen auch die Polizei einschalten musste und Anzeige erstatten werden musste und ich inzwischen meine öffentlichen Auftritte nur noch mit Polizeischutz machen kann. Wie kommt dieses Thema denn bei der SPD-Basis an? Da habe ich sehr breite Zuspruch. Also ich kriege sehr viele unterstützende Anrufe, WhatsApp-Nachrichten und der Tenor ist in allen Nachrichten fast gleich. Wir stehen nicht nur hinter dir, wir stehen vor dir und wenn notwendig stehen wir auch, nicht nur neben dir und wenn notwendig stehen wir auch vor dir. Und das stützt mich in meiner Ansicht, hier alles richtig gemacht zu haben. Denn wenn wir alle hier gemeinsam leben wollen, müssen wir auch alle gemeinsam reden. Und wenn es ein solches Thema wie den Muezzinruf gibt, dann kann man doch durchaus darüber reden. Und am Ende wird die Politik entscheiden, ob man das zulässt oder nicht zulässt. Und wenn nicht darüber gesprochen wird, wird es auch keine Integration in solchen Fällen geben. Glauben Sie, Herr Lipp, dass das auch ein Thema für Scholz wäre, dass er mit dem er zur Wahl antreten sollte? Es ist ja eine Gesetzeslage, ob Muezzinrufe erlaubt sein dürfen oder nicht oder unter welchen Auflagen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt ein bundespolitisches Thema ist, zumal es ja vor ein paar Tagen erst ein Urteil dazu gegeben hat. Und ich glaube, dass wir auf der bundespolitischen Ebene weitaus wichtigere Themen zu besprechen haben und die auch zu entscheiden haben als religiöse Themen und in diesem Fall einen Muezzinruf. Warum sollte denn Ihrer Ansicht nach der Muezzinruf durch Kerpen klingen und wie weit wollen Sie gehen? Auch das Thema Schwimmunterricht, getrennter Schwimmunterricht, dem nehmen Sie sich ja auch an. Also ich fange jetzt mal mit dem Letzteren an. Das Thema Damenschwimmen ist ironischerweise nicht von den muslimischen Verbänden an mich herangetragen worden, sondern ich habe das Thema da selber mit reingebracht, weil ich in diversen Seniorenvertretungen darauf angesprochen worden bin, ob es nicht die Möglichkeit gibt, in den Bädern unserer Stadt auch geschlechtergetrennte Schwimmen mal anzubieten, dass die Frauen halt eben mal zwei Stunden ohne Männer und ohne blöde Kommentare von männlichen Mitschwimmern dort halt eben mal schwimmen können. Das ist auch nichts Verwerfliches, im Gegenteil, das kennen wir alle auch von Fitnessstudios, wo es ja auch entsprechend Frauen im Fitnessstunden gibt, wo halt eben ohne Männer in dem gleichen Fitnessstudio mal trainiert werden kann. Und ich halte das immer mit Leben und Leben lassen, solange jeder alles nutzen kann, sich überall wiederfinden kann und wir über alles auch reden können, dann ist eigentlich für alles gesorgt. Nur sich auf einen bestimmten Punkt immer nur zu kaprizieren und dann, wie in dem aktuellen Fall, entsprechend dann auch noch mit Hass und Hetze das Ganze in eine Richtung treiben zu wollen, das kann nur der falsche Weg sein. Das kann nicht gut sein für eine Gesellschaft, die zu gut zusammenleben möchte. Wenn blöde Sprüche von Männern gegenüber Frauen in Schwimmbädern in Kerpen, so wie Sie es sagen, jetzt wirklich passieren, ist es dann wirklich der richtige Weg, getrennte Schwimmstunden anzubieten? Oder müsste man dieses Problem nicht an einem ganz anderen Kern packen? Wie meinen Sie die Frage? Naja, wenn Frauen in Kerpen beleidigt werden oder von Männern blöd angeredet werden in einem Schwimmbad, meinen Sie, dass es dann wirklich der richtige Weg ist, die Schwimmstunden zu trennen? Oder sollte man nicht an diesem Punkt beginnen und sich die Frage stellen, warum werden Frauen blöd angesprochen, woher kommt das und was können wir dagegen als Gesellschaft tun?
Das muss man natürlich auch tun, weil wenn es das gibt, und ich kann es nicht bestätigen, ich bin, wie gesagt, gefragt worden und man hat mir das als Beispiel genannt, dass es halt eben für Frauen angenehmer wäre, auch für die Seniorinnen, mal 1-2 Stunden im Schwimmbad ohne männlicher Begleitung halt eben schwimmen zu können. Sicher, wenn es dieses Problem gibt, müssen wir es in Kerne packen. Nichtsdestotrotz sollte man auch darüber reden, ob man nicht dann solche Möglichkeiten des geschlechtergetrennten Schwimmens anbieten kann. Und das soll ja nicht grundsätzlich so sein. Ja? Wir reden ja nicht davon, dass jetzt demnächst nur noch die Männer schwimmen gehen dürfen oder die Frauen und das zu getrennten Zeiten, sondern man muss halt eben schauen, dass wenn es dieses Ansinnen gibt und es dafür eine Mehrheit gibt, wie man das technisch umsetzen kann. Und wenn es Mehrheiten dafür gibt, wir leben in einer Demokratie, dann wird so etwas beschlossen. Und wenn es dafür keine Mehrheiten gibt, dann wird es nicht beschlossen. Herr Lipp, letzte Frage an Sie. Sie haben eingangs in unserem Gespräch davon gesprochen, dass Sie bedroht werden, dass Sie mit Polizeischutz auftreten. Inwiefern beeinflusst Sie das? Was macht das mit Ihnen? Was löst das in Ihnen aus? Bestärkt das Sie in Ihrem Thema oder bereitet Ihnen das doch große Sorge? Also zunächst einmal ist man natürlich geschockt, weil damit rechnet man nicht. Es rechnet nicht mit so einer Heftigkeit und ich war zwar immer bewusst, dass wenn ich irgendwann in der Öffentlichkeit stehe als Politiker, dass irgendwann natürlich es immer eine Gruppe gibt, denen ich nicht gut gefalle. Aber nach dem ersten Schreck bin ich da ziemlich sachlich rangegangen und ich lasse mich davon tatsächlich nicht beeinflussen, sondern sage mir jetzt selber, ja, jetzt erst recht, denn die Bedrohungen, die dort kommen, sind ganz klar aus der rechten Ecke. Und da sage ich, die SPD ist schon immer ein Bollwerk gegen rechts gewesen und jetzt erst recht keinen Millimeter nach rechts. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.